Hi, schön, dass ihr wieder auf unseren Kanal gefunden habt. Heute gibt es... Schluss mit Pussy-Content auf YouTube. Es wird wieder Zeit, Gladiatoren in den Ring zu schicken. Wir haben für euch wieder die vier geilsten Fighter zusammengetragen, die ihr nun wählen könnt. Aber halt, nicht so schnell. Erstmal kommt noch das überfett geile Intro. Bevor es jetzt aber gleich zu den Fightern losgeht, haben wir noch eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar möchten wir nächste Woche gerne ein Q&A hier zeigen, weil uns ja immer wieder mal vorgeworfen wird, dass wir nicht transparent genug sind und es immer noch kleine Fragen gibt zu uns. Deswegen habt ihr jetzt die Möglichkeit, unten in den Kommentaren eure Fragen unten hineinzuschreiben. Egal was, magst du Bratwurst, es kann auch ein total dummer Kommentar sein. Wir möchten gern eure Fragen beantworten, um euch auch ein kleines Stückchen näher zu kommen. Ja. Und eine kleine Regeländerung. Ja, und zwar zählen dieses Mal keine Kommentare. Das heißt, ihr müsst das Video bis zum Ende angucken und auf den Videolink klicken. Denn nur Klicks zählen. Es war einfach viel zu schwer, jedes Mal die Kommentare mit auszuwerten. Deswegen, außerdem wollen wir ja nächste Woche ein Q&A machen. Das heißt, wir brauchen Platz für Fragen, nicht für Kandidaten. Aber nun gut, kommen wir nun zum ersten Kontrahenten von Ash. Er ist in den tiefsten Dschungel zu Hause. Jeder kennt ihn. Er ist ein Abenteurer durch und durch. Hier ist Indiana Jones. Willy, wir werden sterben, wenn du nicht etwas tust. Diese Burschen versuchen uns umzubringen. Ich weiß, Vater. Das ist eine neue Erfahrung für mich. Das passiert mir andauernd. Auf YouTube scheint sich gerade ein neuer Trend breit zu machen. Nachts um 3, wähle bloß ich diese Nummer. Das bringt mich auch gleich zum nächsten Kontrahenten. Denn wenn er anruft, ist alles vorbei. Der nächste Kontrahent kommt frisch aus Japan. Er wohnt in einem Loch mit viel Wasser, hat lange schwarze Haare. Hier kommt Sarako. Unser nächster Kontrahent ist vom Wahnsinn besessen. Auch er kommt frisch aus Japan. Doch entspringt er eher einer Fantasiegestalt als einem wirklichen Monster. Jede Welt kennt ihn als Schöpfer von einem anderen Monster. Doch wir wollen heute hier nicht das Monster beleuchten, sondern den Creator der Monster. Sagt Hallo zu Dr. Stein. Das war euch also noch nicht genug, ja? Das ist gar kein Problem. Unser nächster und bester Kontrahent kommt aus dem guten alten Berlin. Er ist 1,92 Meter groß und wiegt 100 Kilo. Es ist niemand anderes als Matti. So, das war's dann. Wählt euren Kämpfer weise. Und vergesst nicht, eure Fragen unten in die Kommentare zu schreiben. Also, wir sehen uns dann nächste Woche bei dem Q&A und dann auf eine glorreiche Vorbereitung des nächsten Versus-Video. Haut rein! Choose your warrior.